Die Deutsche Bahn untersucht, was die Kunden wollen. Zu diesem Zweck hat sie das DB Regio Zuglabor ins Leben gerufen. Kunden sind eingeladen, die Ausstattung zu testen und zu sagen, was ihnen gefällt und was nicht. Sie nehmen alles unter die Lupe, von der Ablage bis zur Toilette. Ziel ist es, kundengerechte Standards zu etablieren. Bevor es losgehen kann, wird der Zug zum Marktforschungsstudio umgebaut. Denn die Kundentests werden aufgezeichnet und später genau analysiert. Die Tester prüfen die Qualität. Sie schauen, wie sie sich zurechtfinden und schildern ihre ganz persönlichen Eindrücke. Die Marktforscher werten die Meinungen aus. Sie begleiten die Teilnehmer des Zuglabors und stellen gezielt Fragen. Das ist die Grundlage für die qualitative Analyse, die im Nachgang erfolgt. Bahnexperten sind live dabei. Sie können im Nebenraum mitverfolgen, wie die Teilnehmer den Zug erleben. Ich fand es bereichernd, dass man auch mal seine Meinung direkt vor Ort an eine Person auch richten kann. Und man hat das Gefühl, ernst genommen zu werden. Für mich ist das Positive, die Meinung der anderen zu hören. Man sieht aber immer seine eigenen Probleme und sagt noch, was tut mir der andere an. Aber jetzt merkt man, der eine hat dieses, der andere hat jenes. Und dann hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis dafür, um zu sagen, naja, wir müssen uns arrangieren.